Mit dem Krux 1 der Firma Drongsi habe ich einen sehr kompakten 3D-Drucker erhalten. Das Druckvolumen beträgt 180x180x170mm und mit den Abmessungen 40x44x41cm inklusive Filamentspule passt der Krux 1 auf jeden Schreibtisch oder findet auch auf einer vollen Werkbank noch einen Platz. Mit dem kleinen Tragegriff oben am Gerät kann der Drucker nach getaner Arbeit schnell beiseite geräumt werden. Gerade für Anfänger ist nach meiner Einschätzung kleiner besser und da die wenigsten Drucker wirklich groß ausfallen, ist ein kleines Zweitgerät oftmals ein hilfreiches Werkzeug. Ein Filamentsensor und die Möglichkeit, den Druck nach einem Stromausfall fortsetzen zu können, reduzieren die Gefahr eines Fehldruckes. Geliefert wird der Krux 1 fast vollständig montiert. Lediglich Sockel und Rahmen müssen miteinander verschraubt, der Haltegriff sowie der Filamenthalter und die Glasplatte angebracht werden. Im Innern des Sockels sind die elektronischen Komponenten dicht gepackt, dennoch wirkt alles übersichtlich und sauber verlegt. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 24 Volt bei bis zu 10 Ampere, entsprechend 240 Watt. Auf der Hauptplatine arbeitet ein Mikrocontroller Typ STM32, auf dem die Firmware Marlin läuft. Der geänderte Quellcode von Marlin wurde mir auf Anfrage umgehend per Mail zugesandt, das ist ganz im Sinne von How Open is This Gadget? Die Treiber für die 4-Schritt-Motoren sind fest auf der Platine verlötet. Der Krux 1 verfügt über einen Direktextruder, bei dem die einzelnen Komponenten nicht unter einer Abdeckung versteckt und somit gut einsehbar sind. Der Teflonschlauch führt zum Filamentsensor am Ende der X-Achse und sorgt dafür, dass der Plastikdraht gleichmäßig eingezogen wird. Die Führung längs der X-Achse erfolgt über kugelgelagerte Stahlrollen längs eines Stahlprofils, das wiederum an einem 20x20mm Aluprofil angebracht ist. Nach dem gleichen Prinzip ist auch das Druckbett längs der Y-Achse gelagert. Die Z-Achse wird von kugelgelagerten Kunststoffrollen geführt, das Aluprofil besitzt hier die Abmessungen 20x40mm. Durch Verdrehen einer Exzentermutter kann das Spiel der Kunststoffrollen minimiert werden. Die Riemenspannung der X-Achse kann bequem über ein kleines Handrad eingestellt werden. Die Riemenspannung der Y-Achse wird durch Verschieben des Schrittmotors eingestellt, der mit Langlöchern befestigt ist. Ist alles korrekt justiert, so läuft die Mechanik schön geschmeidig. Das Leveln des Druckbetts erfolgt klassisch nach der Papiermethode. Da die Eckpunkte über das Druckermenü schnell angefahren werden können und die großen Handräder gut erreichbar sind, ist das mit ein wenig Routine schneller erledigt als bei vielen Druckern mit Auto-Level-Funktion. Das beheizte Druckbett erreicht 100 Grad Celsius nach 7 Minuten
und die Maximaltemperatur von 110 Grad Celsius nach 9 Minuten. Die Temperatur in meinem Videostudio betrug zum Zeitpunkt der Messung 24 Grad Celsius. Ein erster Druckauftrag ist über den Touchscreen schnell gestartet. Druckdaten können per MicroSD-Karte, per USB-Schnittstelle oder per USB-Stick übertragen werden. Abgearbeitet wird der Test zur Prüfung des Druckbetts. Dabei handelt es sich um 9 auf dem Druckbett verteilte Scheiben mit einem Durchmesser von je 50 mm und einer Höhe von 0,2 mm. Details zum Testverfahren und hochaufgelöste Bilder vom Ergebnis gibt's auf der Webseite. Wie zu sehen haften alle Scheiben gut auf dem Druckbett, die Glasplatte ist ausreichend plan. Nächster Test ist das obligatorische Benji. Das erste Schiffchen wird mit einer Geschwindigkeit von 30 mm pro Sekunde und weitgehend optimalen Einstellungen gedruckt. Es gilt wie immer, sperrt Augen und Ohren auf und urteilt selbst. Es folgt der Geschwindigkeitstest, bei dem es weniger darauf ankommt, wie gut das Benji gedruckt wird, sondern vielmehr, wie wenig schlecht. Je schneller der Druck, umso offensichtlicher werden die Schwachstellen, die jeder Drucker so mit sich bringt. Benji Nummer 2 wird mit 60 mm pro Sekunde gedruckt.
Benji Nummer 3 mit 90 mm pro Sekunde. Und Benji Nummer 4 mit 120 mm pro Sekunde. Was zumindest prinzipiell auch noch funktioniert. Mehr zum Testverfahren und hochaufgelöste Fotos der Ergebnisse gibt's wie immer auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Bei einem kompakten Drucker wie dem Krux 1 ist der maximal mögliche Materialdurchsatz nicht ganz so wichtig. Dennoch kann auch bei kleinen Druckaufträgen die Druckdauer spürbar verringert werden, wenn viel Plastik pro Zeiteinheit extrudiert werden kann. Bei diesem Test wird die Geschwindigkeit gesteigert, bis zum ganz offensichtlichen Überschreiten des Limits. Die Zahlen und Fotos gibt's auf der Webseite. Mit dem so gefundenen Wert für den maximalen Materialdurchsatz wird als letzter Test ein großes Benji gedruckt. Dieses besitzt die Abmessungen 10 x 21 x 16 cm.
Wie offen der Crux 1 von Tronxia ist, hochaufgelöste Fotos der Ergebnisse und weitere Infos gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Somit könnt ihr euch ein eigenes Bild von der erreichbaren Druckqualität machen, ohne dass euch dabei irgendjemand etwas vorquatscht. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!